Okay. Heute sind wir schon einer mehr. Gut. Edited Increase. Ja. Okay. Dann begrüße sehr herzlich zu der 20. Vorlesung jetzt. In den letzten Netzen, wir waren bei den mobilen drahtlosen Netzwerken. Wir sind das letzte Mal etwas durchgegangen, haben uns angeschaut, wie der Mobile IP funktioniert und wie wir den Trade-off schaffen können auf der einen Seite, wenn ein Knoten mobil ist, aber immer unter seiner Home-Adresse, unter seiner permanenten Adresse erreichbar sein soll, sonst wäre es schwierig, ihn zu adressieren. Das auf der einen Seite könnten wir natürlich das Routing nutzen, ganz normal, dass wenn er sich in ein Netz einloggt, der Router seine Adresse kennenlernt, das bekannt macht und im Internet bewirbt. Das wäre aber zu schwierig zu skalieren, also dann gibt es zu viele fremde Adressen im eigenen Netz, es wäre schwierig, das kompakt zu halten in den Routing-Bewerbungen. Und daher war der Ansatz bei Mobile IP, das haben wir gesehen, dass wir einen Chrome-Agent haben in unserem Heimatnetz und genau, wir haben einen Home-Agent in unserem Heimatnetz, der kennt unsere Adresse und wenn wir irgendwo unterwegs sind, in irgendeinem weiteren Netzwerk, dann müssen wir uns bei dem dortigen Foreign-Agent anmelden, bekommen dort eine Care-Auf-Adresse. Der Foreign-Agent informiert unseren Heimatagenten, wo wir gerade sind, welchen Care-Off-Adress wir haben. Und danach gibt es die Möglichkeit, also dann müssen wir unser Foreign-Agent dabei investieren, welcher fremden Adresse und unser Heimatnetz kennt unsere permanente und unsere Care-Off-Adresse, unter der er uns erreichen kann. Und jedes Mal, wenn jetzt die Kommunikation zu uns stattfinden soll, gibt es eben die Möglichkeit entweder des indirekten Routings, wo es immer über den Chrome-Agent geht, die ganze Kommunikation in unsere Richtung. Das ist vorteilhaft, weil die Verbindung aufrechterhalten wird, auch wenn wir unser Netzwerk ändern, wenn wir zu einem anderen Netzwerk übergehen. Das Beispiel hatten wir, das hier noch ein Netz ist, wir gehen rüber, wir kriegen von dem dortigen Chrome-Agent eine neue Care-Off-Adresse. Und dann würde unser Chrome-Agent einfach das um. Er wird auch informiert und der kann uns die Nachrichten weiterleiten. Das hat diesen Vorteil. Der Nachteil ist, dass dieser Home-Agent irgendwo anders auf der Welt sein könnte und das Routing dadurch stark verzögert wird. Beim direkten Routing als Alternative hätten wir den Ansatz, dass der Kommunikationsteilnehmer, der mit uns kommunizieren möchte, vorab erstmal erfragt, wie denn unser Care-Off-Adresse danach mit dieser Care-Off-Adresse mit uns kommuniziert. Das hat aber den Nachteil, also dadurch, dass es alles viel direkter ist, wenn die Nähe besteht, also wir müssen nicht wieder andere Länder gehen eventuell, hat aber den Nachteil, dass wenn Mobilität stattfindet, das heißt, wir in ein anderes Netz abwandern, dort eine neue Care-Off-Adresse bekommen, der bestehende Datenfluss dann unterbrochen wird. Das wäre natürlich blöd, weil dann müssen die Anwendungen darauf reagieren, müssen es im Hinterkopf behalten, wir müssen diese weiteren Komplexitäten berücksichtigen. Das möchte man eigentlich. Und die kombinierte Alternative daraus ist die Verwendung eines Anchor-Agents, das direkte Routing initial verwenden, das heißt, der Kommunikationspartner hat bei unserem Home-Agent angefragt, wie ist denn die Care-Off-Adresse des Floates, mit dem ich kommunizieren möchte. Unser Home-Agent hat uns mitgeteilt, danach hat er die Verbindung zu uns aufgebaut, also zu dem Foreign-Agent, dessen Netz wir waren. Und wenn wir jetzt das Netzwerk wechseln, dann ist es ja geografisch nah und daher auch die Annahme, dass wir diese benachbarten Netze auch eine geringe Latenz untereinander haben. Das heißt, der Anchor-Foreign-Agent wird einfach als Zwischenknoten in dieser Kommunikation verwendet und der leitet die Nachrichten jetzt an diesen neuen Foreign-Agent weiter. Okay.
Genau, und das, was wir dadurch gewinnen im Vergleich zu den Inwerten, nochmal, also es kann sein, dass wir oben und unten in den USA einfliegen, das heißt, wenn wir erstmal dorthin gehen, die Nachricht dann wieder zurückkommen. Und in diesem Fall, diese benachbarten Netze, die haben meistens die Dinge natürlich untereinander, diese, genau, diese, man hätte die Latenz insgesamt noch recht gewinnen. Und zusätzlich werden die Verbindungen auch aufrechterhalten. Das ist also ganz gut. Okay, dann haben wir uns angeschaut, wie das technisch realisiert ist. Also, das ist technisch realisiert, ist das Protokoll Mobile IP. Mobile IP ist definiert in RFC 2344. Und das beschreibt diese drei Komponenten. Beschreibt das indirekte Routing, das Finden vom Agent und wie man sich beim Home Agent zurückregistriert, dass man neue Positionen hat. Also das Finden von Agents beschreibt auch die Form Agents in den Netzen und Fragen. Ansonsten sind all die Informationen drin, die wir erkennen. Es gibt diese Teilnehmer Home Agents, Form Agents, es gibt auch die mobilen Knoten, es gibt die zwei Adressen, die permanente Adresse, die Care-Off-Adresse, es gibt die Aktion der Registrierung beim Form Agent und auch beim Home Agent, also alles, was wir zuvor betrachtet haben. Genau, also technisch wurde ausgeführt, wie der Home Agent uns die Nachricht zukommen lässt. Alle Nachrichten müssen ja in diese permanente Adresse adressiert. Der Kommunikationspartner beim Indexing weiß ja nicht, wo wir sind, kennt ja nur unsere permanente Adresse. Daher kommt die Nachricht im Netz vom Home Agent an, der verpackt sie an unsere Care-Off-Adresse und schickt das verpackte Paket los. Das verpackte Paket kommt im Netzwerk bei uns an, wird ja entpackt von den Foreign Agent und uns dazugestellt. Das ist, wie es technisch funktioniert. Wie die Signalisierung funktioniert. Dazu wurde ICMP, also Internet Controlling Messaging Protocol, verwendet. Und erweitert, also um eben diese neuen Informationen, damit man weiß, dass der Inhalt dieser ICMP-Nachricht ein Mobile IP-Paket ist, wird der Typ, also wird mit 16 verwendet, um zu signalisieren, ist Mobile IP-Information und ansonsten bewerben sich, also advertisen sich die Home- und Phone-Agents in den Netzwerken, die sind, die diese Periode schon mal aussenden, dass sie da sind und eben die Bits richtig setzen, ob sie jetzt Home- oder Phone-Agents sind und wie sie sie angeben. Dann hatten wir uns das Beispiel angeschaut und da sind wir verstehen geblieben. Genau, also ähnlich wie bei DHCP, wir kommen in den Netzwerk an, wir erhalten den Broadcast periodisch aus dieser Methode, dass es diesen Foreign Agent gibt und welche Care-Off-Adresse wir bekommen können. Dann nutzen wir diese Care-Off-Adresse, die setzen wir für uns, wir geben an, wer unser Home Agent ist, wer wir sind, wie unsere Permanent-Adresse sind und wie lange wir aktualisieren diese Care-Off-Adresse. Das geht über den Foreign Agent an unseren Home Agent, sodass beide erfahren, wer wir sind, wer unser Home Agent sind. Also diese zwei Informationen sind ja relevant für den Foreign Agent. Der Foreign Agent sieht ja auch als Gateway für das westliche Netzwerk von uns. Und der Home Agent erfährt quasi die Care-Off-Adresse, das ist für ihn interessant. Kann er das dann mal anpassen, wie lange das gültig sein soll und beide erfahren, dass die Registrierung, also ich sagte, dass sowohl der Foreign Agent erfährt, dass der Home Agent das bestätigt hat, als auch das Menü geht, dass alle Agents, die beteiligt waren, jetzt richtig aufgesetzt sind. Okay. So viel zum Mobile IP. Schauen wir jetzt mal an, wie ein ähnlicher Fall gelagert ist. Also jetzt hatten wir die IP-basierten Dienste angeschaut, schon das waren die Mobilfunknetze, also zellulare
jetzt an Mobilfunknetze die Mobilität realisieren. Wir hatten ja schon vorab angeschaut bei der Betrachtung der Mobilität, dass wenn wir verschiedene, also wir hatten ja schon die Architektur angeschaut, wie das aufgebaut ist, wir haben verschiedene Zellen, diese Base Stations mit ihren Kommunikationsradien, die sind jeweils an verschiedene MSPs angebunden. Jetzt haben wir verschiedene Möglichkeiten der Mobilität, die wir betrachten können. Eine Mobilität ist, dass wir von einem Base Station hier zu einem anderen, Moment, jetzt habe ich es natürlich außerhalb gemalt, das ist nicht so clever. Also, wo sind wir? Wir sind in dieser Position. Können Sie es sehen? Ja. Und dann laufen wir hier durch die verschiedenen Zellen durch. Das heißt, auf dem Weg passieren wir nur Basisstationen, die an denselben MSC dranhängen. In diesem Fall schon vorab kurz betrachtet, das war recht einfach, weil dadurch, dass die alle an denselben MSC hängen, Mobile Switching Center, reicht es aus, wenn, also die Basisstationen sind ja sowieso mit diesem Mobile Switching Center verbunden und wenn wir die Informationen weitergeben, da kann Wechsel statt, dann reicht es, wenn die Informationen gut drin bleiben. Dann geht es noch weiter, dass wir noch weiterlaufen und kommen zu einem anderen Mobile Switching Center oder sogar, dass wir das Netzwerk hier von der Telekom vielleicht verlassen und zum Vodafone übergehen, also zu dem anderen Provider. Okay, das heißt, diese drei Fälle gibt es, wo wir beim selben Mobile Switching Center bleiben, das Mobile Switching Center beim selben Provider wechseln oder dass wir den Provider wechseln. Schauen wir uns also an, wie die damit umgegangen werden kann und welche Komponenten dafür diese Mobilfunknetze bereitstellen. Wir sehen, vieles davon kommt nicht bekannt vor. Es gibt einmal das Home Location Register, das zu jeder Telefonnummer die Informationen enthält, wer diese Person ist, welche Dienste sie nutzen darf, was sie für ein Tarif vielleicht noch hat. Das heißt, okay, dann ist ja vielleicht auch zum Beispiel auch ein kleiner Datentarif, ob es SMS oder auch Anrufe abrechnen kann. Wie abgerechnet wer bei wem, also all diese Profilinformationen, die angeben, was das Beste man hat und wo man, wo die Provider die Dienste abdecken können. Es gibt dann, wie das Heimatnetz beschrieben ist und wo das ist, also Aufenthaltsort des Heimatnetzes, also welche Region es beschreibt und auch jedem Knoten, jedem Mobilfunkteilnehmer, wo er sich aufhält. Also das, was der Home Agent vorher gemacht hat. Zusätzlich gibt es ein Visitor Location Register für die Knoten in diesem Netzwerk, die zu Gast sind. Und dieses Visitor Location Register enthält Informationen eben, welche Gäste gibt es, also welche Mietnummern haben sie und man möchte auch dazu, also sich dann einholen, die Informationen, wie der Home Location Register ist, dass man eben nach. Also so sieht es dann aus, wenn wir hier den Knoten in einem GSM-Netz finden wollen. Das heißt, hier haben wir jetzt öffentliche. Also wir haben hier diese Typologie, wir haben das öffentliche Telefonnetz und daran hängen das eigene Heimatnetz, hier verschiedene Verbindungen angeschlossen und das besuchte Netz. So, und angeschlossen sind die immer an diese Mobile Switching Center, die Brücke zu der öffentlichen Telefon, die öffentlichen Telefonnetz bilden. Und in unserem Heimatnetz ist die Home Location Registry. Und in dem Suchnetz, also natürlich ist da auch ein VLR, Router Location Registry, für die Knoten, die
in diesem Netzwerk zu befinden, aber nicht zu diesem Provider gehören. Und auf der anderen Seite im Suchennetz ist dort unter anderem auch das Vista Location Registry. Und jetzt sind wir dieser mobile Nutzer und fahren durch verschiedene Basis und durch verschiedene Zellen in dem besuchten Netzwerk. Okay. Jetzt haben wir also mal den Fall, es kommt jetzt eine Anfrage an, ein Anruf, und jemand möchte mit uns telefonieren. Wir sind aber nicht in unserem Heimatnetz und der Gesprächspartner weiß nicht, wo wir sind. Also wenn Sie eben mal anrufen, kommt davon, wie nahe die Person steht, da sollte ich vielleicht wissen, wo sie ist. Aber ansonsten, wenn Sie jemanden im Handel anrufen, wissen Sie vielleicht nicht, wo die Person gerade ist, in welchem Netz sie ist. Und die Verbindung muss gefunden werden, das heißt, das Routing muss ermöglicht werden. Was dann passiert, ist, dass ebenso wie bei Mobile IP, wenn wir mobil unterwegs sind, wir uns nicht nur bei dem Visitor Location Registry anmelden, muss uns ja natürlich aufnehmen, um uns Berechtigung zu erteilen, dass wir telefonieren können und angerufen werden können. Aber unser Home Location Registry wird auch informiert, dass der auch weiß, wo wir sind, welcher zugehörige Visitor Location Registry von uns ist. Das heißt, wenn jetzt ein Anruf ankommt, dann schaut unser Heimat MSC Mobile Switching Center in unser Home Location Registry rein und holt sich dort die Roaming-Nummer des Telefons, also unseres Telefons im gesuchten Netzwerk. Das heißt, eben wie bei Mobile IP gibt es eine Care-Off-Adresse, das ist eine Roaming-Nummer in diesem Fall, und die dient als Routing-Information, wohin der Anruf geleitet werden soll. Dann baut unser MSC die Verbindung auf, also jetzt müssen die beiden MSCs untereinander prüfen, ob diese Anfrage, ob dieser Anruf denn berechtigt ist. Das heißt, erstmal wird die Verbindung aufgebaut und der MSC prüft, soweit sage ich noch gar nicht, also der MSC prüft, ist er denn in unserem Netzwerk, ja oder nein? Dann prüft er auch, darf er denn hier Telefonate annehmen? Es gibt ja auch den Fall, dass sie vielleicht im Ausland sind, in so einem Prepaid-Konto haben, da kein Guthaben drauf ist und deshalb zwar zahlen müssten für den Amt, aber nicht ein Guthaben haben, dann wird der Amt abgewiesen, also jetzt wird auch die Berechtigung geprüft in den Abstimmungen zwischen den beiden MSCs. Und wenn alles genehmigt ist, dann wird über die zugehörige Basisstation der Knoten, also der mobile Knoten angegeben. Das heißt, der Anruf wird dann zugestellt. Okay, also das ist der statische Fall, wie die Kommunikation, also wie das Routing bei den Mobilfunknetzen funktioniert. Im zweiten Punkt, also wir hatten ja besprochen, dass es diese verschiedenen Arten der Mobilität geben kann. Der erste Punkt war, dass wir beim gleichen Mobile Switching Center sind, aber nur Basisstationen kaufen, wie BSS, Base Station System. Base Subsystem heißt es. Ja, ein bisschen, also die Mobilfunktechnologie hat sehr viel abgekommen. Das ist die Base Subsystem. Das ist alles, was quasi am Ende Bereich da ist. Dazu gehört die Basisstation und quasi die Mobilität. Okay, und jetzt sind wir also bei der alten Basisstation und wir wollen zum neuen wechseln und der mobile Knoten kann ja messen, wie die Signalqualität ist. Genau, und sobald er feststellt, dass das Signal immer besser wird von der neuen Basisstation, kann er über die alte Basisstation anregen, dass es übergeben wird. Also die alte Basisstation veranlasst dann, weil sie hat ja nur die Koordination der Verbindung, die veranlasst die Übergabe an die neue Basisstation. Und das basiert dann, wie gesagt, hauptsächlich auf der Signalqualität. Da gibt es so einen Schwellwert, wenn irgendwie das neue Signal so und so viel Prozent besser ist als das alte Signal, dann wird ein Wechsel initiiert.
Gewechsel ist dabei recht überstörungsresistent sein. Das heißt, man möchte den Wechsel so durchführen, dass man sicher ist, dass, der Angriff noch übergeben wurde und kein Fehler dabei aufgebaut. Das heißt, was man zuerst macht, ist, dass die alte DSS-Basisstation die Mobile Kitchen Center informiert, dass sie übergeben möchte an die neue Basisstation. Die Basisstationen sind ja untereinander nicht verbunden, sondern nur jeweils mit der Mobile Kitchen Center verbunden. Das heißt, über die Mobile Kitchen Center wird jetzt der Bedarf angekündigt, dass man wechseln möchte. Und dann werden Ressourcen allokiert. Das heißt, man prüft, ob denn die neue Basisstation die genügend Ressourcen frei hat, ob der letzte Ort nicht schaffen kann. Es kann ja sein, dass diese Basisstation überlastet ist und keine weiteren Mobilität annehmen kann. Wenn sie aber welche annehmen kann, dann reserviert sie auf den Funkkanal. Und kann ihn dann annehmen. Warum ist das begrenzt? Wissen Sie noch, warum alles warum es limitiert sein kann? Warum müssen wir da Ressourcen anbieten? In welcher Form werden wir diese Ressourcen anbieten? Wissen Sie das noch? Die Mobilfunknetzen, die Signale, wie der Mehrfachzugriff aussieht. Ich werde jetzt ganz kurz angerissen, aber an einer kleinen Folie schon gesprochen, glaube ich. Genau. Okay. Wir haben ja ein Frequency Division Multiple Access und ein Time Division Multiple Access. Das heißt, über mehrere Frequenzen, über mehrere Zeitslots können wir verfügen. Was aber nicht passiert ist, dass. Und was noch dazu kommt, ist, dass die Sprache ja immer in festen Bandbreiten bleibt. Also die kann man nicht komprimieren, die kann man nicht größer machen, sondern jeder Anruf hat eine Zeitslot-Allokation. Die periodische Vierer-Tour. Und wenn diese Zeitslots aufgebraucht sind, dann ist das alles. Dann ist die Basisstation überladen. Das können Sie mal, hätten Sie vor einer Woche testen können, zum Silvester. Wenn Sie dann kurz danach mal jemanden anrufen wollen, dann werden Sie das abgegeben. Und das mal erfahren. Hat hier jemand mal die Erfahrung gemacht? Ja? Es gibt dann auch einen Trick, wie man wieder einen Slot freikriegt. Kannst du gehen? Okay. Gut, also wir haben dieses Frequency Division, Time Division, Multiple Access. Und da sind halt nur eine begrenzte Anzahl von Zeitslots zur Verfügung. Das heißt, die Anzahl der Kommunikationsteilnehmer zu einer bestimmten Zeit in einer bestimmten Zelle frequenzt. Deshalb haben wir auch diese Zellen. Das ist nämlich das Weitere, was wir machen, dass wir das nach geografisch abtrennen. Also geografische Division, Multiple Access. Geografische die auch noch. Okay. Also, das heißt, wo waren wir? Genau, wir müssen erst prüfen, ob der noch einen neuen Punkt übernehmen kann. Falls nicht, dann, also falls ja, dann ja. Okay. Dann wissen wir also, dass genügend Ressourcen vorhanden sind. Die neue Basisstation sagt, alles ist vorbereitet, ich habe genügend Ressourcen. Und jetzt kann der Übergang stattfinden. Das heißt, die alte Basisstation, mit der in der mobilen Knoten noch verbunden ist, informiert den mobilen Knoten, bitte wechsle jetzt zur neuen Basisstation. Und der neue Knoten, der mobile Knoten, verbindet sich dann mit der neuen Basisstation und sagt, okay, ich möchte mich bei dir anmelden. Ich habe was vergessen. Okay, ich hoffe mal, dass der Ton jetzt besser ist. Naja, okay. Also die haben sich jetzt entschlossen und sich miteinander verbunden. Und dann ist das abgeschlossen.
über die neue Basisstation wird es dann dem MSC signalisiert, dass der MSC jetzt weiß, dass die Kommunikation eben an den mobilen Knoten über diese neue Basisstation stattfinden soll, und der alte wird dann auch informiert, dass er seine Ressourcen freigeben kann und wieder einen neuen Knoten aufnehmen kann. Okay, gut. Achso, nochmal ein anderer Punkt, zu dem Silvester-Beispiel. Deshalb lesen Sie auch ab und zu, wenn Sie IP-Telefone haben, dass Sie keine Notrufe unterstützen. Also weil die ja nicht fest also die Bandbreite ist da ja flüchtig, also ist ja, wird ja unter allen geteilt. Nehmen wir mal an, wir haben wieder Silvester und alle haben IP-Telefone und alle wollen anrufen. Dann ist vielleicht der Router und der Puffer dort überlastet und die Nachrichten gehen verloren, egal welche Priorität Sie haben. Ja? Und wenn Sie die früheren, also dieses GSM-Standard hatten mit der Zeitallokation, also Time Division Multiple Access, da, dann war das ja jedem Anruf fest zugeordnet. Das heißt, wenn ein neuer Anruf reinkam, dann konnte man wirklich Prioritäten berücksichtigen und höher priorisierte, also zum Beispiel einen Polizeianruf, eben den anderen vorziehen und durchstellen. Bei den IP-Telefonen funktioniert das nicht. Weil da müsste man ja Deep Packet Inspection machen, da müsste man ja wirklich reinschauen, wer mit wem kommuniziert, vielleicht auch, und das ist dann nicht immer ganz erlaubt. Also achten Sie mal drauf, ob IP-Telefone Notrufe offiziell unterstützen oder nicht. Okay, wo sind wir? Genau, Mobilitätsaspekt Nummer 2. Also das war Nummer 1, wir wechseln den beim selben Mobile Switching Center. Mobilitätsaspekt Nummer 2, wir wechseln im selben Provider-Netzwerk den MSC. Ich sehe schon, Sie werden hier mit sehr vielen Abkürzungen bombardiert. Weiß jemand, wofür PSTN steht? Also Plain System Telephony Network. Also das ist die englische Übersetzung zu öffentliches Telefonnetz. Also das ist hier Telefonieanbieter mit zwei Mobile Switching Centern, und jetzt wechseln Sie von einem Mobile Switching Center zum nächsten Mobile Switching Center. Das, was dort passiert ist, dass er intern, also dass eben wie bei Mobile IP, nee, nicht wie bei Mobile IP, aber wie diese dritte Komponente des verbesserten direkten Routings eben angewandt wird. Der vorige Mobile Switching Center wird jetzt zum Anchor Mobile Switching Center und er leitet den Anruf weiter, weil es wäre ja ganz schade, wenn während der Telefonkommunikation Ihre Verbindung unterbrochen wird, nur weil Sie sich bewegen. Das heißt, es kommt Verzögerung hinzu, aber die Verbindung wird aufrechterhalten. Und wenn Sie jetzt sich weiter bewegen würden zu einem weiteren Mobile Switching Center, dann kommt auch der weitere neue Mobile Switching Center an das Ende einer Kette von solchen Anchor-MSCs. Das heißt, es wird immer länger, je weiter Sie fahren. Vielleicht wird es dann doch irgendwann mal unterbrochen, aber das ist der Ansatz dazu. Es gibt noch Erweiterungsansätze, das IS-41. Das heißt, wenn wir jetzt so eine mehrfach lange Kette haben, dann muss ja nicht MSC für MSC das weitergeleitet werden, sondern man könnte ja auch Abkürzungen nehmen. Da gibt es Optimierungsansätze, nur dass Sie mal davon gehört haben. Okay, genau. Gut, das heißt, wenn wir jetzt GSM, diese Mobilitätsunterstützung mit Mobile IP vergleichen, dann sehen wir, dass es eins sehr, sehr ähnlich ist. Also wir haben in beiden ein Heimatnetz oder ein Heimatsystem. Wir haben dort eine permanente IP-Adresse oder Telefonnummer. Wir haben ein Heimat, so ein Home Location Registry, beziehungsweise ein Home Agent im Mobile IP. Im GSM ist es ein bisschen komplizierter, je nachdem,
ob sie mit einem anderen Provider-Netzwerk reden oder nicht. Also wenn normale MSCs heißen, also die eben nur mit intern, also nur im Provider-Netzwerk intern fungieren, heißen Mobile Switching Center. Die, die mit anderen Providern noch kommunizieren, heißen Gateway Mobile Switching Center. Letztlich ist es dasselbe, sind die so eben diese Kontaktpunkte, an denen die mobilen Geräte dann hängen. Und unser Home Location Registry und Home Agent weiß jeweils, wo wir sind. Das heißt, sie kennen unsere permanente Adresse oder IP oder Telefonnummer. Und bei Telefonie wissen sie halt auch noch die Abrechnungsinformationen, Profildaten, Aufenthaltsort, das ist dort relevant. Okay, dann gibt es das besuchte Netz oder das besuchte System. Den dazugehörigen Foreign Agent oder Foreign Visitor Location Record, wo jeweils drin steht, wie die Heimadresse ist und also wie der Heimat-MSC ist oder der Home Agent. Und auch die Adressierung ist ähnlich. In jeweils dem fremden Netz hat man eine andere Adresse, unter der man erreichbar ist. Diese Mobile Station Roaming Number oder Roaming Number, die nach außen verwendet wird, für das Routing des Anrufs oder diese Care-Off-Adresse. In beiden Fällen wird der Anrufende oder der Kommunikationsteilnehmer diese Care-Off-Adresse bei Mobile IP und bei GSM nicht erfahren. Mobile IP nutzt ja das indirekte Routing. Und genau, also die Ähnlichkeiten sind sehr stark. Okay. Kommen wir noch kurz, ich glaube, es ist auch die vorletzte Folie, genau, zu dem Thema mobile Netze. Also zu dem Punkt, welche Effekte gibt es denn für die höheren Schichten? Also wenn wir jetzt so einen Mobilfunkkanal haben oder einen WLAN, einen Drahtloskanal, was passiert, welche Effekte gibt es eben für die höheren Schichten? Eigentlich sollte es ja die höheren Schichten nicht beeinflussen, weil es ist immer noch Best Effort, ob jetzt drahtgebunden oder drahtlos, die Nachrichten werden. Es gibt ja keine Garantien. Und TCP und UDP funktioniert ja, also auch jetzt, wenn ich per WLAN angebunden wäre, könnte ich fast genauso gut kommunizieren, wie als wenn ich drahtgebunden kommunizieren würde. Aber die Qualität ist nicht so gut, es gibt mehr Paketverlust. Es gibt dadurch auch Verzögerungen in der Sicherungsschicht, weil wir eben diese Backup-Phasen eventuell haben, wenn wir gleichzeitige Übertragungen haben. Wenn ich mobil bin, dann gibt es noch diese Handoff-Verzögerung, dass eben ich vielleicht mein Datenstrom vielleicht noch nicht ganz unterbrochen wird, es wird noch aufrechterhalten, aber während des Übergangs wird es verzögert. Okay. Wenn ich jetzt aber solche Verluste oder also Verluste habe, wenn Pakete verloren gehen, dann wird der von der U-Bahn, also es wird ja unten dann schon irgendwie vielleicht abgefangen. Aber TCP interpretiert das falsch. Also das denkt, da ist eine Überlast und die Fenstergröße sollte reduziert werden. Man kann das auch nicht mehr sehr gut nutzen für Echtzeitanwendungen. Beschränkte Bandbreite. Stimmt so, ist aber auch alles relativ. Also im Vergleich zu einem Kabelnetzwerk sind Mobilfunknetze immer langsamer und fehleranfälliger. Ich glaube, das wissen wir alle. Aber ich glaube, wir können dennoch ganz gut damit leben. Also das, was heutzutage noch gemacht wird, also vielleicht sollte ich dann noch ein paar Folien einfügen für das nächste Mal, so die neuesten Entwicklungen in die Mobilfunktechnologie oder mobile Kommunikation. Es ist auch eigentlich ganz gut. Also was die Geschwindigkeiten angeht und was die Fehlerraten angeht. Also ich glaube, das ist mittlerweile ganz okay. Nur kurz anreißen, in welche Richtung WLAN zum Beispiel jetzt aktuell geht. Sagt Ihnen MIMO was? MIMO? Das ist so, wenn Sie sich jetzt heutzutage einen neuen WLAN-Router kaufen, dann werden Sie feststellen, der hat vielleicht nicht nur eine Antenne, sondern drei. Haben Sie das mal gesehen? Kein Nicken, kein Kopfschütteln. Haben Sie schon mal ein WLAN? Okay, also gut. Hätten Sie eine Idee, warum?
Warum hat ein Router drei Antennen? Ich brauche doch nur eine. Ja? Ja, das gibt's. Ja, das auch. Das stimmt. Aber nicht wirklich als Hauptgrund. Also ja, die unterstützen meist noch mehrere Frequenzen, aber sie haben noch einen anderen Vorteil. Ah ja, okay. Ah ja, okay. Nee, also dann der Vorteil ist, dass man dadurch physikalisch bessere Effekte hat. Also wenn Sie eine, wir hatten ja das mit den, kurz skizziert, mit den Wellen und mit den Signalen. Und diese Wellen sind ja sehr anfällig für Streu, also je, dieses untere Bild hier ist eigentlich das Wichtige. Wenn wir jetzt, je besser wir das Signal heraushören können, desto mehr verschiedene Punkte können wir, also desto mehr Bits können wir mit einem Zeichen, das heißt mit einem solchen Punkt kodieren, mit einer Übertragung. Das heißt, je mehr Antennen wir haben, desto besser können wir das Signal von dem Rauschen unterscheiden, weil es sein kann, dass das Rauschen vielleicht durch irgendeine Streuung, durch irgendeine Brechung oder Reflexion oder so nur an einer Antenne etwas beschädigt ankommt, aber an einer anderen Antenne, weil sie eben 3 Zentimeter weiter zur Seite steht und vielleicht einen anderen Winkel rausragt, dann wieder gut verständlich ist. Und wenn Sie drei Antennen haben, dann können Sie damit viel besser eben das Signal raushören. Und wenn Sie das Signal besser raushören können, können Sie da mehr Zeichen reinkodieren und dann haben Sie eine höhere Bandbreite. Und dieses MIMO, dieses Multiple Input, Multiple Output, das ist eben dieses der Trend, was sich jetzt so aktuell entwickelt, um eben die Bandbreiten im WLAN-Bereich zu erhöhen. Okay, nur kurz dazu. Okay, damit sind wir eigentlich auch schon durch mit dem drahtlosen Netzen. Da kann man in alle Richtungen eigentlich noch ganz viel erzählen, aber so viel erstmal, was man mitnehmen sollte. Also kurz, was so die Charakteristik ist, welche Besonderheit es hat, eben, dass das Radius abhängig ist, dass die Signale gestört werden, dass es dieses Signal-to-Noise-Ratio gibt. Das hinzukommt aber auch, weil wir immer Überlagerung haben können, wir eben diese Überlagerung auch ausnutzen können, dass nicht nur einer senden darf, sondern mehrere gleichzeitig und eben durch diese Chips, durch diese Chipping, Code Division, Multiple Access, dass diese Chips verwendet, wir parallel ankommende Übertragungen nochmal auseinanderrechnen können. Das ist also ganz nett. Dann haben wir uns 802.11 WLAN angeschaut. Und wie das funktioniert mit dem Carrier Sense, dass wir immer erstmal diese Wartezeit erstmal haben, diese Diffs, bevor wir senden. Und jedes Diffs wird nach einer kurzen Wartezeit dann acknowledged. Und wenn es nicht acknowledged wurde, dann haben wir diese Backoff-Perioden, das haben wir uns angeschaut. Dann haben wir uns die zellularen Netze kurz grob angerissen, welche Elemente es da gibt, dass es eben diese Basisstationen, Mobile Switching Center gibt. Und mobile Adressierung dann angeschaut. Wie geht es jetzt weiter? Weiter geht es mit der Betrachtung, wie Multimedia-Netzwerke aussehen. Weil ein Punkt, den wir bisher immer hatten, also im Internet und auch bei diesen mobilen Netzwerken, ist, dass wir nur Best-Effort-Qualität haben. Das heißt, wenn wir einen, also wir haben keine Garantien bezüglich Bandbreite oder bezüglich Delay oder auch Jitter, was wir gleich kennenlernen werden. Und das ist nicht ideal. Also stellen Sie sich mal vor, die Zukunft ist Telemedizin, Sie werden von einem Spezialisten aus Japan operiert, ja, und jetzt kommt da irgendwie Paketverlust zustande oder Delay oder so und dann führt die Roboterhand den Schnitt etwas später durch oder so. Und die Audio- und Videoübertragung ist ein bisschen entkoppelt von diesen Armbewegungen des Roboters und das ist nicht so günstig. Also wir wollen auch die Möglichkeit haben, Garantien zu haben bezüglich des Delays, der Latenz, dass wir eben Echtzeitanwendung, Echtzeit heißt ja, dass alle
Nachrichten innerhalb einer gewissen Periode ankommen, innerhalb einer gewissen Frist. Und das wird allgemein und zusammengefasst unter dem Stichwort Multimedia, weil Multimedia vieles umfasst, also Audio, Video, demnächst auch Haptik. Also es gibt auch schon Forscher, die daran forschen, wie sie irgendwelche Handschuhe tragen, ja, und dann oder so ein Stift, das gibt es auch, der hängt dann irgendwann an einem, so eine Art, schon, also es gibt irgend so einen Arm, der hält den Stift fest, und je nachdem, wie sie den Arm bewegen, also wie sie den Stift bewegen, wird der Arm bewegt. Und auf der anderen Seite, und diese Information kann man dann irgendwo übertragen und dort genauso ausführen. Also für die Operation ist es eben wichtig, aus welchem Winkel, welche Intensität sie welche Bewegungen durchführen, dass man eben auf der anderen Seite so eine Roboterhand genauso führen kann. Oder was wird mit Haptik noch gemacht? Dass sie so ein Streicheln auf der Haut fühlen oder solche Sachen. Haben Sie ein Vorstellungs-, also was könnte denn so ein Hauptanwendungs sein von Telehaptik? Die offizielle Antwort des Forschers, also ein guter Bekannter von mir, der dazu forscht, heißt nicht, was Sie denken. Okay. Na gut, also Multimedia. Was ist da wichtig? Bei Multimedia ist wichtig, wenn wir eben so eine Information übertragen wollen, dann ist es wichtig, dass diese ganzen, also nicht nur ein Audio, nicht nur separat Audio oder Video, sondern alles mal zusammengebracht, dann ist da wirklich relevant, in welcher Zeit kommt es an, dass das alles synchronisiert ist, dass alles die ausreichend nötige Bandbreite hat. Also wenn Sie ein Video schauen und das hat eine gewisse Komprimierung und es hat einen gewissen Bandbreitenbedarf, dann wollen Sie diese Bandbreite auch im Netzwerk zur Verfügung haben, damit der Empfänger diese volle Auflösung, diese zu dieser Kompressionsqualität erhalten kann. Das heißt, die Dienstgüte des Netzwerks wird wichtig. Aha. Okay, das heißt, wir wollen also. Das heißt, wir wollen dasselbe Netzwerk für verschiedene Anwendungen nutzen. Das heißt, wir haben auf der einen Seite vielleicht eine hoch bandbreitige Datenübertragung über das Netzwerk. Auf der anderen Seite haben wir diesen blauen Stream, die Videoübertragung. Und unser Video soll nicht ruckeln, soll nicht unterbrechen, soll nicht auslaufen. Also es sollen die Bilder immer kontinuierlich geliefert werden innerhalb gewisser Fristen, sodass das Abspielen realisiert werden kann. Und das Netzwerk, damit es eben sicherstellen kann, dass es kontinuierlich in ausreichender Bandbreite ausreichend viele Pakete durchkommen, das ist dann zusammengefasst unter Dienstgüte. Dienstgüte, okay. Komme ich gleich nochmal hin. Also was werden wir uns anschauen? Also wir werden uns anschauen, wie denn welche Netzwerkanwendungen es gibt, wie das bei Audio und Video ist, das Streaming, was Streaming ist im Vergleich zu Video on Demand oder sonstigem Download. Dann schauen wir uns an, wie Dienstgüte, also diese Garantien gewährleistet werden können. Einmal, wie kann man Best Effort, also ohne Garantien, dennoch das Beste rausholen? Wie kann man Echtzeit unterstützen, das heißt, dass die Pakete in gewissen Fristen ankommen. Und was kann das Netzwerk tun, damit es Garantien bieten kann, beziehungsweise Priorisierung betrachten kann? Das werden wir alles anschauen. Und also was wollen wir in diesem Kapitel machen? Genau, was sind die? Welche Arten von Multimedia-Anwendungen gibt es? Welche Eigenschaften das Netzwerk haben soll? Genau, ja, Best-Effort-Dienste, wie nutzen wir die ideal? Und verschiedene Protokolle, die wir auf Best-Effort aufsetzen können, oder Netzwerkarchitekturen, die tiefgreifend sind, aber diese Garantien bereitstellen können. So zur Übersicht. Okay, schauen wir uns also an, welche Anwendungen gibt es denn? Ja, einmal
Audio, also sie können ihre Sinne da durchgehen, Audio, Video, Haptik kommt ja noch. Ich weiß nicht, ob das Olfaktorische, also das Riechen, ich glaube, da gab es aber auch so Ansätze. Gab es das nicht mal in Kinos, dass sie dann riechen können, in welcher Szene sie da sind? Da gibt es einige chemische Aromen, die da passend zum Film dann irgendwie zusammen gemischt werden und dann freigesetzt werden. Ich weiß nicht, ob das so Tele-Riechen irgendwann ein Hit wird. Aber und Tele schmecken wahrscheinlich auch nicht. Also ich weiß es nicht. Aber sagen wir mal, Audio, Video und Haptik, das ist schon ganz okay. Da wird unterschieden zwischen gespeicherten Inhalten. Also Video on Demand, das ist da so ein Stichwort. Wenn Sie Amazon oder irgendeinen Video-Streaming-Anbieter aufrufen, dann rufen Sie ja schon abgedrehte Filme ab. Ja, also dann ist es das Abrufen von aufgenommenen, gespeicherten Elementen. Ein anderer Aspekt ist wirklich inhaltlich anders, ist Livestreaming. Wenn die Aufnahme gerade jetzt stattfindet und 10 Sekunden später bei Ihnen sein soll oder 5 Sekunden, je nachdem, wie die Verzögerung ist. Das erfordert andere Mechanismen. Also Sie können zum Beispiel nicht vorkodieren in die Zukunft, Sie können nicht vorspulen. Und man kann es auch nicht optimiert vorbereiten. Also andere Aspekte. Und Interaktivität ist wieder ein anderes. Da muss ja die Reaktion beim Anbieter auch erfolgen. Das heißt, das sind diese drei Klassen. Das heißt, gespeicherte Inhalte, live, das heißt, wo es gerade stattfindet und die Verzögerung von der Aufnahme zum Abspielen minimiert werden soll. Und das Interaktive. Das sind die drei Arten, in die sich die Multimedia-Anwendungen unterscheiden. Und bisher war da relevant von der Netzwerkseite, achso, genau, bisher war relevant von der Netzwerkseite und das spielt da überall hinein, ist einmal die Latenz, dass wir die Pakete, die ganzen Nachrichten dazu erstellt werden, innerhalb einer gewissen Frist jetzt erhalten wollen. Die Bandbreite war wichtig, also wie viele Pakete wir pro Sekunde durchschicken können, wie viel dabei verloren gehen, Datenverlust. Und hinzu kommt jetzt noch Jitter, Verzögerungsschwankungen. Das kann man sich vorstellen, indem das so ein Zeitstrahl ist und wir erwarten bei Multimedia oft die Pakete periodisch. Das heißt, alle x Millisekunden, sagen wir jetzt alle 20 Millisekunden, erwarten wir ein Paket. Wie lange diese Pakete unterwegs waren, das wird ja von Latenz abgefangen. Es kann ja sein, dass ich in die USA telefoniere, dort habe ich eine Latenz hin vielleicht 100 Millisekunden, aber alle 20 Millisekunden erwarte ich ein Paket, das 100 Millisekunden alt ist. Okay, und Jitter beschreibt, wie weit, also wenn das Paket jetzt tatsächlich hier ankommt, ein bisschen früher, bisschen viel später oder noch viel später, wie weit die Differenz ist zu dem Erwarteten, also wie weit das schwankt von dem Erwarteten. Das ist Jitter. Und das können Sie sich dann vorstellen, eben wenn Sie telefonieren oder wenn Sie Video haben, dass wir berücksichtigen müssen, wie stark das eben von dem Erwarteten abweicht, weil wir dann eventuell Puffer brauchen, um das wieder abzufangen. Warum ist das so? Weil auf der Ausgabeseite, wenn wir ein Video abspielen, wenn wir ein Telefonat ausgeben, dann haben wir vielleicht Häppchen, Videohäppchen oder Tonhäppchen vorgefertigt für 20 Millisekunden und deshalb wollen wir alle 20 Millisekunden ein Tonhäppchen ausgeben. Und es würde ja nicht gehen, wenn wir da Pausen dazwischen haben oder die sich überlappen. Also wir wollen die Ausgabe wieder so hinkriegen. Werden wir noch gleich sehen. Okay, also was ist das Besondere jetzt bei den Multimedia-Anwendungen? Dass jetzt alles davon relevant wird. Also Latenz ist wichtig. Das heißt, wenn Sie so ein Online-Spiel spielen, also das ist ja ein Livestreaming letztlich. Nee, nicht ein Online-Spiel. Wenn Sie jetzt irgend so ein Video anschauen, ein Live-Video oder
Twitch oder so sich so ein Live-Spiel anschauen, dann wollen sie dann in Echtzeit das sehen, möglichst ohne Verzögerung. Die Pakete sollen ausreichend hoch skaliert sein, also das Bild soll groß genug sein. Das heißt, sie brauchen Bandbreite, Datenverlust, soll keinen Datenbildausfälle geben. Alles ist jetzt wichtig. Verlust lässt sich aber ein bisschen kompensieren. Also wenn wir jetzt das werden wir auch nochmal anschauen. Das heißt, Zeit ist wichtig, Bandbreite ist wichtig, Verlust werden wir mal sehen, wie wir damit umgehen. Okay, schauen wir uns also diese drei Klassen einmal an. Das Streaming von gespeicherten, von Live und von interaktiven Audio-Video, Haptik. Haptik ist noch nicht so etabliert, aber kommt noch. Vielleicht mit Virtual Reality dann bald, ne? Gibt es alles schon eine Vision. Okay. Also schauen wir uns also das Beispiel an mit dem gespeicherten Audio-Video, dass Sie sich dann aufrufen. Sie haben irgendeinen Video-on-Demand-Anbieter, Sie wollen sich einen Film anschauen. Dann drücken Sie auf Start und das Streaming bedeutet, dass während der Übertragung Sie das schon abspielen. Das heißt, jetzt kommen die ersten Päckchen von diesem Film bei Ihnen an und Sie können diese ersten Häppchen schon anfangen abzuspielen, bevor die vollständigen Daten übertragen wurden. Das ist auch juristisch ein Begriff, eine Unterscheidung, ob Sie streamen oder speichern, weil das unterscheidet, ob Sie eine Kopie anfertigen oder nicht. Also juristisch wird auch, also ich bin jetzt kein Jurist, legen Sie sich bei irgendwelchen Gerichtsverhandlungen nie auf diese Aussage fest. Aber was ich so mitbekommen habe, ist es so, dass wenn Sie sich einen Film irgendwo herstreamen, dann gilt es nicht als dass sie das gespeichert haben. Weil es wird zwar zu einem Arbeitsspeicher zwischengespeichert, es wird gleich angezeigt, aber dann ist es auch wieder weg. Also es ist nur für die Zeit zwischen Ankunft und kurz danach das Abspielen bei Ihnen im Arbeitsspeicher und danach auch nicht mehr relevant. Beim vollständigen Speichern ist ja natürlich anders, dann haben Sie erstmal alles auf der Platte und die abgespielten Szenen haben Sie immer noch auf der Platte. Okay, was ist das Wichtige dabei? Beim Abspielen ist, dass wenn der Stream ankommt und Sie schauen ihn, dann müssen Sie die nächsten Pakete für die nächsten Zeitabschnitte schon haben, bevor der Film dorthin kommt. Wenn Sie die Pakete nicht haben, dann setzt der Film aus und Sie kriegen ein gelbes Drehen, also ein kleines drehendes Rädchen bei YouTube. Okay. Das heißt, wir müssen Daten mehr vorher bekommen und daher ist die Echtzeitanforderung gegeben. Das heißt, Echtzeit, innerhalb einer gewissen Frist müssen die Daten da sein. Wie funktioniert das? Das funktioniert, indem in gewissen Perioden die Daten ausgeschickt werden. Das heißt, hier haben wir wieder diese Periodizität da und das ist auf der Senderseite. Okay, es wird erstmal aufgenommen, ja, gut, es wird dann übertragen. Und hier haben wir die Latenz, in der Sie das bekommen. Ja, so sieht das ideal aus. Und so wird es dann auch abgespielt. Das heißt, zu diesem Zeitabschnitt haben Sie das dann bekommen und dann würden Sie auch abspielen. Die Realität sieht natürlich, also so ist es ideal gedacht, aufgezeichnet, wird Firma gespeichert und dann abgespielt und Sie erhalten es mit einer Netzwerkverzögerung. Genau, und Sie spielen es schon ab, bevor Sie das Ende des Streams bekommen haben. Manchmal gibt es ja auch kein Ende. Okay. Ah, ich glaube, hier fehlt noch eine kleine Information auf der Folie. Oder? Nee. Okay. Ja, okay. Also, na gut. Das ist jetzt in Klasse 1 und 2 zusammengefasst. Das heißt, das Video-on-Demand-Streaming und das Live-Streaming, das unterscheidet sich nur darin, wie lange Sie quasi hier das haben. Das dritte war ja das Interaktive beim Abspielen. Das heißt, dass Sie den Stream haben und auch vor und zurück spulen können und daher auch Kontrolle ausüben auf den Server, was der Ihnen zeigt. Weil wenn Sie zum Beispiel vorspulen oder zurückspulen, dann fordern Sie ja den Server auf, die Daten, also den Abspielbereich in diesem Stream zu ändern. Und wenn Sie es pausieren, dann fordern Sie ihn auf, eben zu pausieren und ihn nichts mehr zu schicken.
Beim Streaming ist ja wirklich ganz wichtig, dass Sie die Information, die für Sie relevant ist, wenn das hier die Zeit ist, wo wir gerade sind, dann haben Sie die vielleicht bis hierhin die Daten und alles, was Sie schon abgespielt haben. Moment, was ist, das lösche ich nochmal. So. Das heißt, hier haben Sie das gerade abgespielt und das, was vorher war, brauchen Sie sich nicht mehr zu speichern. Das heißt, Sie sind jetzt, und das haben Sie vielleicht schon gepuffert, das hier haben Sie schon bekommen. Naja, und alles, was in Zukunft liegt und alles, was dahinter liegt, haben Sie nicht. Deshalb wird beim interaktiven Abspielen darauf zugegriffen und wir sagen, wir wollen in die Zukunft springen, wir wollen nach hinten springen und bitte, Server, starte das Abspielen zu diesen Zeitpunkten oder pausiere es. Dieses Ausführen des Kommandos braucht einige Sekunden, kennen Sie vielleicht von YouTube. Das initiale Abspielen, bis der Puffer ausreichend gefüllt ist, um das gut abzuspielen, braucht auch einige Zeit. Nicht immer 10 Sekunden. Aber das ist das Besondere, dass wir eben den Stream steuern können. Beispiele. Okay, da gibt es einige Beispiele. Internet-Talkshow, ich glaube, das ist ein bisschen retro. Also was häufiger genutzt wird. YouTube kennen Sie ja vielleicht. Das ist von Video on Demand. Achso, hier steht ja Live-Audio-Video. Was kennen Sie denn? Live-Audio-Video-Anwendungen, wo gestreamt wird. Haben Sie schon mal irgendwie Live-Audio-Video-Streams gesehen? Noch nie. Doch. Ja. Live-Kameras, okay. Das ist ja. Ja. Genau, wenn Sie zum Beispiel eine Webcam sich anschauen. Richtig, genau. Also so eine Wetter-Webcam, genau. Genau. Was häufiger, also was auch populär ist mittlerweile, da gibt es, fand ich auch ganz nett, Twitch. Kennen Sie Twitch? Ja, also da können Sie ja Leuten beim Computerspielen zusehen. Das ist dann ja auch live. Das finde ich auch ganz interessant. Genau, alles was oder irgendwelche Internet oder Nachrichten vielleicht im Internet, die da live laufen oder das ist sowas, Sportübertragung, okay, gibt's auch. Was wird da gemacht? Dadurch, dass wir die Daten ja auf der Senderseite, was wird auf der Senderseite gemacht? Auf der Senderseite wird es so gemacht, dass es wird erstmal was aufgenommen und diese Aufnahme, die ja dann kontinuierlich ist, ja, also das ist so wie die Dateigröße, sage ich mal, auf der Senderseite steigt, wird dann häppchenweise immer wieder rausgeschickt mit einiger Verzögerung. Das heißt, wir kodieren das ein bisschen und dann schicken wir einen Block raus und dann schicken wir das nächste raus und dann das nächste und das nächste und das nächste. Aber in kurzen Abständen, nicht sekündlich, vielleicht sogar halbsekündlich oder weniger, einzelne Datenblöcke, die die Informationen enthalten, was aufgenommen wurde. Das wird dann verteilt, das kommt dann irgendwann bei uns an. Das heißt, irgendwann bekommen wir einen Block, wir bekommen die nächste Information, nächste Information. Und vielleicht bekommen wir es nicht so ideal, sondern vielleicht ist die Latenz etwas länger, dann bekommen wir wieder etwas mehr, dann müssen wir wieder etwas warten, hier funktioniert es wieder. Also das heißt, wir könnten Latenz drin haben, wir könnten irgendwelche zu großen Datensprünge haben durch einen Burst, weil da plötzlich wieder aufgestaute Daten ankamen. Wir können in diesem Fall zum Beispiel auch, hier würde ja unser Jitter ein bisschen abweichen, also größer werden. Das heißt, wir haben da ein Flackern in dem Empfang. Das heißt, wir brauchen eine Pufferung, die uns das wieder so sortiert, dass wir das wieder schön abspielen können, Block für Block, und dadurch so eine Art kontinuierliches Abspielen haben. Bisschen komisch gezeichnet, aber ich glaube, Sie können sich das gleich vorstellen. Gleich kommen noch bessere Grafiken. Okay, und idealerweise ist dieser Puffer ganz klein. Kleiner Puffer heißt, dass die Pakete früher abgespielt werden. Das heißt, die Verzögerung zur Aufnahme geringer ist. Wenn wir einen riesen Puffer hätten von 10 Sekunden, in der alles erstmal ankommen kann, dann haben wir mindestens einen Abspieldifferenz zu der Aufnahme von 10 Sekunden. Das heißt, je kleiner der Puffer ist, desto näher sind wir an dem
an der eigentlichen Aufnahme dran. Das ist manchmal ganz lustig, wenn sie Fußball schauen, ne, die Europameisterschaft, Weltmeisterschaft oder so. Und manche freuen sich früher als die anderen bei Toren. Da wirkt sich das aus, wie groß der Puffer ist, je nach Übertragungstechnik, DVB-T oder Satellitenempfang oder Internetstream. Okay, beim Livestreaming können wir nicht vorspulen, das wäre schön, aber können wir nicht, die Zeit ist noch nicht da. Rücklauf und Pause sind möglich, kommt auf die Anwendung an, je nachdem, ob Sie es gespeichert haben im Stream oder nicht. Selten habe ich das, selten hab ich das gesehen, muss ich aber sagen. Okay. Wo gibt es interaktive Echtzeit-Multimedia-Anwendungen? Echtzeit, das ist immer der Begriff für, es gibt eine Frist, die eingehalten werden muss. Diese Frist kann auch Tage dauern. Ja, also Echtzeit heißt nicht Millisekunden, Sekunden, das heißt nur, es gibt eine Frist. Okay, bei Multimedia-Anwendungen ist es meist im Sekunden-Millisekunden-Bereich. Aber wir haben Echtzeitanwendung, das heißt, es gibt eine Frist, die einzuhalten ist. Ab da sind die Daten nicht mehr relevant. Und interaktiv heißt, dass eben so eine Kommunikation stattfindet. Das gibt es bei IP-Telefonie, wo unser Gesprächspartner mit uns kommunizieren möchte und wir mit ihm bei Videokonferenz, Voice-Chat oder Telehaptik. Virtual Reality, Online-Spiele, wo sie eben mit anderen interagieren und deren Ergebnis, deren Ihr Input, sie beeinflusst die anderen und die Interaktion, die Aktion der anderen sie beeinflussen. Da gibt es verschiedene Latenzen, Ende-zu-Ende-Verzögerungsanforderungen. Es gab Untersuchungen von verschiedenen Forschern, die haben dann sich angeschaut, wenn man telefoniert, ab wann wird das nicht mehr akzeptabel? Da kamen so Werte raus, wenn sie telefonieren oder Audio haben, dann, also wenn sie telefonieren, dann sind so 150 Millisekunden noch gut. Nicht noch gut, sondern es sind gut. Und bis 400 Millisekunden ist okay. Danach fällt die Zufriedenheit ab. Da wird auch manchmal unterschieden, also wir hatten jetzt ja Dienstgüter eingeführt. Das steht im Englischen für Quality of Service. Und da wird von unterschieden, es gibt noch Quality of Experience. Falls, nur damit Sie mal den Begriff hören. Quality of Experience beschreibt, wie glücklich ist jemand mit der Dienstgüte. Und da gibt es schöne Graphen, die dann zeigen, wenn das hier die zunehmende Latenz ist, ja, die Ende-zu-Ende-Latenz, und hier sind wir erstmal bei 0 Latenz, dann sind die Leute ganz happy und dann geht es dann irgendwie schnell runter. Und dann kann man eigentlich so einen Schwellwert festlegen, dass glücklich Level Nummer 5 von 10 ist noch akzeptabel und das bedeutet 150 Millisekunden. Das heißt, das ist das, was technisch erreicht werden soll. Und solche Untersuchungen gibt es zu ganz vielen Anwendungen, zu ganz vielen Multimedia-Eigenschaften. Also zum Beispiel, wie sehr darf Audio von Video desynchronisiert sein, auseinander sein, dass die Personen das noch akzeptieren. Wie lange wartet jemand auf sein Video, bevor er das Ganze abbricht? Da gibt es Untersuchungen. Und dann weiß man eben, für Telefonie ist vielleicht 150 Millisekunden okay. Okay. Das ist für die laufende Session, für die laufende Datenübertragung. Das heißt, da gibt es Anforderungen an das Netzwerk. Wie viel Bandbreite brauchen wir? Da gibt es auch Untersuchungen, ab welcher Kompressionsqualität die Leute unzufrieden sind, wie welche Delays, also welche Latenzen wir noch akzeptieren können. Auf der anderen Seite, also das für bestehende Verbindungen, auf der anderen Seite, wie bauen wir solche Verbindungen überhaupt auf? Woher wissen wir denn, wer mit wem kommunizieren möchte? Wie verabreden die sich und wie einigen sie sich auf eine Codierung und all das Multimedia-Spezifische? Okay, da werden wir auch einige Protokolle uns anschauen, aber das sind so die Stichworte, die im Kontext der interaktiven Anwendungen relevant sind. Schauen wir uns also an, was das Internet dazu bietet. Also wir wollen jetzt irgendwie Videotelefonie, wir wollen Videostreaming, wir wollen Telehaptik mit verteilter Operation und so.
Was können wir da machen? Oder was vielleicht auch in Zukunft noch geben wird? Jetzt gab es ja die erste Vorstellung von Oculus Rift, glaube ich, gestern, ne? 700 €. Wenn Sie das ein paar Jahre voraus sehen, dann wird es vielleicht auch Multimedia-Anwendungen geben, wo Sie sich einfach irgendwie durch irgendwelche 3D aufgenommenen oder live, also Sie können ja irgendwo einen Roboter haben, der da herumfährt und Sie schauen sich um und dann können Sie das irgendwo woanders halt nachsehen. Gibt viele Anwendungsfälle. Naja. Wir haben also Multimedia-Anwendungen und die werden präsent. Und was bietet das Internet? Das Internet bietet nur Best Effort, das heißt keine Garantien, ob es klappt oder nicht, ist Ihnen überlassen. Das heißt, es kann sein, dass der Paketverlust auftaucht, es kann sein, dass Latenzen sehr groß werden, dass Bandbreiten nicht da sind. Und dadurch, dass wir aktuelles Internet ja nicht ändern können, da TCP, UDP, IP gibt es und wir können es nicht ändern, müssen wir halt damit leben. Und wie leben wir damit? Indem wir auf der Anwendungsschichtebene das versuchen zu kompensieren. Genau. Wir versuchen zu kompensieren, wir versuchen die Auswirkungen von Verzögerungen und Verlusten zu minimieren. Und dazu gibt es verschiedene dazu gibt es verschiedene Ansätze, das werden wir uns gleich mal anschauen. Aber eine Alternative gäbe es, also momentan haben wir Best Effort, ja, also im Netzwerk. Das Netzwerk könnte auch noch andere, es gibt drei andere Arten, was das Netzwerk bieten könnte, damit es gut funktioniert. Das Netzwerk könnte auch im einfachsten Fall Over-Provisioning bieten, das bleibt dann Best Effort. Ja, also wie sollte sich das Internet entwickeln? Das ist das, was aktuell passiert. Over-Provisioning. Das bedeutet mehr. Mehr Bandbreite, mehr Server, die näher bei Ihnen stehen, dadurch die Latenz verkleinern. Einfach mehr. Mehr Glasfaser, Over-Provisioning. Hat bisher sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Also früher hatte man ja ISDN, dann kam DSL und dann kam, was weiß ich, immer bessere. Also man hat immer mehr bekommen, ohne dass sich die Anwendung oder das Internet selbst verändert hat. Alternativ, das ist das, was die Telekom oder verschiedene Internet Service Provider jetzt versuchen, Differentiated Services. Man könnte doch, ist die clevere Argumentation, Dienstklassen einführen, so Premium. Pakete, die auf jeden Fall die Bandbreite bekommen, die sie wollen und in den Puffern immer vorgestellt werden, dadurch geringe Latenzen haben und falls im Puffer irgendetwas gedroppt werden soll, weil der einfach voll ist, dann sind es garantiert die anderen Pakete. Also irgendwelche Pakete erster Klasse und zweiter Klasse. Das ist eine Alternative. Und dann könnte man noch Integrated Services machen. Das heißt, dass man Reservierungen einführt, dass man gar nicht sagt, wir haben hier gar keine Unterscheidung der Pakete, hier haben wir eine Klassenunterscheidung und im dritten haben wir Reservierung. Das heißt, wir reservieren einfach das, was wir brauchen und jeder Knoten auf dem Weg prüft, was denn, ob er es denn bereitstellen kann und wenn nicht, dann wird es zurückgemeldet. Was meinen Sie denn? Genau, was sehen Sie irgendwelche Vor- und Nachteile? Also aktuell machen wir Over-Provisioning. Gibt es da ein Problem? Sehen Sie ein Problem bei Over-Provisioning? Ja? Aber vielleicht in 5 Jahren. Also dann warten wir einfach und dann haben wir nicht. Okay. Aber das Problem ist gelöst. Also in 5 Jahren hätten wir vielleicht nicht mehr, was weiß ich, was hat man jetzt heutzutage maximal zu Hause? 100 Megabit pro Sekunde, 200? Vielleicht 1 Gigabit, 10 Gigabit, da reicht es ja vielleicht. Und dann 100 Gigabit, 1 Terabit. Ja. Ja, also. Das stimmt, ja. Aber das Gute ist,
eine Sache ist ja endlich. Also unsere Augen haben immer noch 25 Frames per Second in der Aufnahme. Das heißt, mehr als 50 Hertz oder so brauchen wir unbedingt gar nicht. Oder 60. Also wenn Sie jetzt 400 Hertz Fernseher haben, dann können Sie auch nicht dennoch mehr sehen. Also der Mensch ist ja dennoch noch limitiert. Auch die Auflösung der Augen ist, glaube ich, limitiert. Das heißt, da gibt es auch eine maximale Auflösung, die wir noch erkennen können. Irgendwann haben wir es ja mit den Bandbreiten ja erreicht. Und wenn wir genügend Server verteilen und sehen Sie da ein Problem? Ja? Ja, also es gibt da ein Problem. Das heißt Physik, also es funktioniert nicht, also ganz. Also das ist der Wunsch, dass es noch klappt, aber das geht irgendwann nicht mehr. Also da wird man irgendwann an Limits kommen, es wird immer teurer werden. Es gibt ja Moore's Law. Also dass die Anzahl der Transistoren auf einem Chip sich immer verdoppeln alle 18 Monate. Dasselbe gibt es auch für Bandbreiten. Gliders Law heißt es, dass sich die Bandbreite, verfügbare Bandbreite, alle x Monate verdoppelt. Noch geht's, aber das wird immer schwerer und eventuell immer komplizierter. Das heißt, wir bräuchten vielleicht andere Ansätze. Sehen wir da ein Problem bei Differentiated Services? Ja? Ja. Das ist ein ganz gutes Argument, weil jetzt, ich glaube, vor kurzem erst hat ja die Europäische Union das Gesetz erlassen, dass differentiated, also ganz interessant, ich glaube, da können Sie hier und da mal nachschauen, wie das genau formuliert ist. Es soll alles gleich behandelt werden, aber differentiated Services sind erlaubt. Also das beides Gegensätzliche ist irgendwie erlaubt und die Telekom hat dann gleich gefordert, Google muss zahlen, weil sie viel Bandbreite verbrauchen. Und es kann eben dazu führen, dazu gibt es da unterschiedliche Betrachtungen, dass wenn diese, das führt ja zu der Auflösung der Netzneutralität, dass wir eben Pakete unterschiedlich behandelt werden. Und die Befürchtung ist da, dass eventuell nicht der Nutzer zahlt, sondern die Anbieter, ja, also Google und YouTube und so. Und dann sagen sie auch, wir wollen aber auch nur, dass den Nutzern nur das bereitgestellt wird. Dann haben sie dann den YouTube-Kanal, Internetkanal und den Google-Internetkanal und alle anderen Internetdienste, die kleinen Mini-Webseiten, die Mini-Startups und so. Die kriegen sie dann nicht mehr. Die kriegen dann nur Zugang zu Facebook, WhatsApp und das war's. Und das ist dann etabliert, ja? Es gibt dann ja keine Konkurrenten mehr. Also nur die zahlen. Das können ja nur die Großen. Also das ist die Gefahr dabei. Und bei Integrated Services, genau, hier unten steht es, komplexe Systeme, Endsysteme und Routern. Komplexität kostet. Ist wieder die Frage, wer zahlt das? Wollen Sie die Service Provider zahlen? Und das Ganze funktioniert nur, werden wir, glaube ich, auch sehen, wenn alle mitmachen. Also sie wollen ja über den gesamten Pfad von hier bis in die USA, zu wohin sie kommunizieren wollen, diese Bandbreite, diese Latenz reservieren. Und es funktioniert nur, wenn auf dem ganzen Weg alle Router das unterstützen und sich dran halten. Das heißt, kein Serviceanbieter wird da von sich aus sagen, ich alleine für mich biete diesen Dienst an, das funktioniert da nicht, das müssen alle machen und dann machen es aber keine, nicht alle. Weil ja keiner vorher, also Henne-Ei-Problem, also keiner sich daran beteiligt. Okay, also alles hat seine Probleme, deshalb sind wir immer noch bei Overprovisioning, noch geht es ganz gut. Das zu dem Internet, aber wir haben ja, also jetzt sind wir in diesem Modus, Overprovisioning-Modus, alles wird verstärkt, geht auch ganz gut bisweilen. Schauen wir uns aber an, was
was können denn die Anwendungen machen? Also wenn ich jetzt eine Multimedia-Anwendung habe, was kann die Multimedia-Anwendung da machen, um diese Garantien, um die Verzögerung nicht so wirksam, also wie kann ich die Probleme kaschieren? Wie kann ich dafür sorgen, dass das Video unterbrechungsfrei beim Kunden ankommt, dass die Latenz nicht zu groß ist? Also Bandbreite muss da sein. Latenz muss gesichert sein, Jitter muss kontrolliert werden, Verlust muss kontrolliert werden. Schauen wir uns also an. Also ein Aspekt, um Bandbreite zu senken, ist zu komprimieren. Zum Beispiel, genau, Audiokompression. Also wenn Sie ein analoges Signal haben, das heißt ohne Informationsverlust, das ist das Beste, was Sie haben, dann tasten Sie das ab. Also alle beim Telefon messen Sie 8000 Werte pro Sekunde, bei der CD 44.000 Werte pro Sekunde. Und jedes dieser Werte entspricht einer Zahl, also wird durch einen Byte kodiert. Und genau, und nee, Moment. Jeder Wert wird erstmal in diese verschiedenen, also in 256 Intervalle unterteilt, und jedes dieser Intervalle wird in Bits kodiert. Das Ganze hat den Hintergrund, dass wir eben unterschiedliche Frequenzen genauer beschreiben wollen und die unterschiedlich kodieren wollen. Und wenn wir eben diese 8000 Werte haben und diese 256.000 Intervalle, also 2 hoch 8 Intervalle, dann haben wir in Summe 64 Kilobit pro Sekunde an Daten, wie wir eine Sekunde Telefonaufnahme kodieren. Auf der anderen Seite, also das wird dann übertragen, die 64 Kilobit, und dort wieder entpackt und wiederhergestellt und durch Digital to Audio wieder rausgelassen. Also, okay, wo kommt der Fehler her? Der erste Fehler kommt hier bei dieser Abtastung, weil wir ganz feine Frequenzen beim Telefon weniger erfassen. Also die höchsten aller Töne kriegen Sie da nicht mehr mit, ist vielleicht beim Telefonieren nicht so relevant. Bei der CD ist sie wichtiger, weil wenn Sie audiophil sind, dann wollen Sie da mehr hören. Und da entstehen schon Fehler. Das zweite ist in dieser Abbildung hier drauf. Also jeder dieser Werte wird abgebildet auf diese verschiedenen Intervalle, die Frequenzbereiche beschreiben. Und da geht man ja grob vor. Man gibt ja diese 256 Intervalle vor, und die Feinheiten dazwischen, diese kleinen minimalen Rundungsfehler, die werden dann reingerechnet. Okay. Nur damit Sie ein Gefühl kriegen für die Raten, genau die 1,4 Megabit pro Sekunde oder MP3, verschiedenen Bit, Kilobit pro Sekunde oder Internettelefonie, 5 bis 13 Kilobit pro Sekunde. Das ist nur, dass Sie ein Größenverhältnis kennen. Okay. Auf der anderen Seite, auch mit Video ist es ja ähnlich. Was ist Video? Video ist meist 25 oder 24 Bilder pro Sekunde, je nachdem, PAL oder NTSC oder so. Also nehmen wir mal an, wir haben 24 Bilder pro Sekunde, und das Ganze haben Sie ja sich schon mal wahrscheinlich schon mal gesehen, ein Video. Also es ist ja eine Sequenz von Einzelbildern. Wir haben 24 Bilder pro Sekunde. Jedes Bild ist eine Matrix von Einzelpixeln. Jedes Pixel hat eine Farbe. Okay. Was man da macht, ist, diese verschiedenen Einzelbilder miteinander zu entkodieren, zu komprimieren. Also wenn Sie ein Video normalerweise anschauen, dann bewegt sich ja nicht jeder Pixel, die Farben bleiben ungefähr im selben Bereich, und das nutzt man aus. Das heißt, man hat Redundanz, man hat zum Beispiel, ja, vielleicht sollte ich da, naja, nee, das wird zu sehr abführen. Also zum Beispiel wie MPEG kodiert ist, das schaut sich an, da ist also das unterteilt das Bild in verschiedene Blöcke, also einen gröberen Rahmen, und schaut dann von Bild zu Bild,
hat sich dieser eine Block, den ich betrachte, vielleicht ein grüner oder ein blauer Hintergrund, vielleicht der Himmel, hat er sich geändert oder nicht? Hat er sich ein bisschen verschoben? Da muss ich nicht alle Pixel neu kodieren, sondern ich muss nur wissen, das, was sich vorher gezeigt hat, muss ich nur ein bisschen verschieben. Das heißt, es gibt eine Redundanz räumlich. Den blauen Himmel haben Sie meist öfter im Bild als nur in einem kleinen Quadrat. Zeitlich auch. Über Bilder hinweg bleibt der Himmel meist an derselben Stelle. Das heißt, wenn Sie oben im Bild blau haben, dann haben Sie das Blau mehrfach. Und auch im nächsten Bild ist an derselben Stelle nochmal ein blaues Kästchen. Und diese Information, das heißt, kann man verwenden und dann hat man oft so ein Initialbild und die weiteren Frames für eine Weile encodieren nicht mehr das gesamte Bild, sondern nur das Delta zu dem vorigen. Also was hat sich verändert? Welche Einzelkästchen in diesem Initialbild haben sich verschoben? Okay. Da kann man ganz viel zu erzählen, muss man nicht. Also je nach über die Zeit hinweg sind natürlich die Kompression besser geworden, die Auflösung ist besser geworden. MPEG-4 ist aktuell ganz, ganz populär. Moment, okay. Aktuell, was auch noch woran noch geforscht wird, ist das Ganze noch weiterzuführen. Also das Problem hier aktuell ist, Moment, ich muss mal kurz schauen, weil ich glaube, dazu hatte ich eine nette Grafik. Es wäre schön, wenn ich die Ihnen zeige. Komisch. Okay, kann ich so erzählen. Was da aktuell ist, also wir haben ein Video kodiert. Es hat jetzt diese Auflösung, diese Kompression, das heißt, diese kleinen Bereichsverschiebungen sind so und so kodiert. Und es hat die und die Frames per Second. Wenn Sie jetzt einen Knoten mit viel Bandbreite das Video schicken, der kann es vielleicht empfangen. Einem Knoten mit weniger Bandbreite, halb so viel Bandbreite, können Sie das Video nicht schicken. Der kann vielleicht, der hat nicht die Bandbreite, um es in diesem Streaming-Qualität zu empfangen. Das heißt, eine Idee ist es, so eine Art Layered Scalable Video zu haben. Das heißt, Sie kodieren nicht das gesamte Video anders. Sie kodieren nicht, wenn das Ihre Zeitachse ist, kodieren Sie nicht hier Bild für Bild, sondern Sie nehmen sich zwar einen Zeitabschnitt heraus, dann erzeugen Sie daraus erstmal so eine Art Base Layer. Ja, also das sollte jeder haben. Das ist ganz kleine Auflösung, stark komprimiert, und ein Bild vielleicht. Wenn Sie aber mehr Bandbreite haben, dann können Sie sich noch Zusatzlayer dazu holen. Also so Zusatzpakete, die, jetzt stellen Sie sich das alle Pakete gleich groß vor, die das Ganze verbessern in, wenn Sie vielleicht in diese Richtung Pakete holen, dann verbessern Sie die Auflösung. Wenn Sie noch mehr Pakete dazu holen, dann können Sie vielleicht die Frames per Second verbessern. Wenn Sie noch eine dritte Dimension sich vorstellen, dann können Sie noch die Kompression verbessern. Das heißt, je nachdem, welches Gerät Sie haben, können Sie sich verschiedene Arten von Datenblöcken dazu holen zu einer Sekunde Spielzeit, um die Qualität des Bildes zu verbessern. Und so können Sie mit einer Kodierung des Films, haben Sie dann geschichtete weitere Informationen, die Sie je nach Gerät und Bandbreite hinzufügen können. Also ein Smartphone würde dann mit weniger Bandbreite sich weniger Zusatzpakete holen, kann dann entscheiden, weniger Frames per Second oder schlechtere Auflösung oder schlechtere Kompression. Man könnte mehrere Knoten dennoch bedienen. Genau, Anzahl der übertragenen Schichten hängt von der Bandbreite ab. Auflösung, Kompression, Frames per Second kann skaliert werden. Genau, das ist so, was aktuell betrachtet wird. Ich glaube, jetzt sind wir auch zeitlich ganz gut. Also ab nächster Woche schauen wir uns mal an, wie wird denn wirklich gestreamt? Wie geht das technisch? Also sind es HTTP-Anfragen oder welche Protokolle werden verwendet? Wie können wir Best Effort berücksichtigen? Und welche Echtzeitprotokolle gibt es, die uns dann auch auf Netzwerkebene, auf Anwendungsebene vielleicht noch einige Garantien bieten können. Dann wünsche ich Ihnen eigentlich einen schönen Tag heute und wir sehen uns nächste Woche.